Herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf unserem Kanal Vandrivers. Im heutigen Video geht es endlich mal um die Rückfahrkamera. Das Thema steht ja schon lange aus. Und ja, dabei wünsche ich euch natürlich wieder viel Spaß. Schauen wir mal, ob das so funktioniert. Schrauben wir uns erstmal die Matte da raus. Wir müssen jetzt von hier oben komplett da durch, runter, unter den Fußboden entlang, nach hinten. Okay, also folgendes Problem. Um diese Matte da dazwischen rauszukriegen und die Leerrohre reinzulegen, müsste ich den Sitz rausbauen und wahrscheinlich auch die Beifahrersitzbank. Das war jetzt für heute nicht der Plan, weil ja, man fahren muss mit dem Auto halt. Das bedeutet, ich mache das wann anders. Wir fummeln jetzt das Kabel quasi nur von oben nach unten und dann bauen wir das wieder zusammen und dann liegt das Kabel auch weiter im Fußraum und fertig. So, ich habe hier so ein Kabel-Einziehband und das kann ich wirklich nur jedem empfehlen, der wo Auto oder Haus baut. Dafür ist es eigentlich gedacht, um Kabel in Leerrohre reinzuziehen, ist es eigentlich gedacht. Aber hier ist es auch super, weil es so stabil ist. Und jetzt kann man so hier runterfummeln. Irgendwo. So. Jetzt machen wir rundum. Das ist perfekt. Ich habe die ganze Zeit so einen Ohrwurm. Das ist furchtbar. Hey. Ich habe vorher Lied gehört, weil das ist so schlimm, wenn du die ganze Zeit einen Ohrwurm hast. Nope, das ist quasi auch nicht möglich. Oh Mann. Okay, wir haben ein weiteres Problem. Natürlich. Ich kann jetzt das natürlich da hochfummeln, aber dann muss ich ja danach die andere Seite quasi durchs Leerrohr fummeln. Aber die andere Seite ist hier so dick und passt nicht durchs Leerrohr durch. Ich denke, wir fummeln dieses Kabel ist gleich von hinten komplett durchs Leerrohr durch bis hier vorne, fummeln es dann unten und am Fußboden quasi entlang hoch. Oh Mann. So, jetzt schauen wir mal. Das Kabel ist theoretisch 10 Meter lang. Das sind so ultra kleine Mikroschrauben, die
zur Stabilisierung bzw. zum Fixieren von der Kamera gehören. Wenn die Position feststeht, ziehen wir die Schrauben an und dann ist die fest. Dann kann die auch nicht mal beim Fahren oder so wackeln oder verschiebt sie irgendwie ein bisschen. Aber es ist ein ziemliches Gefummel. Die Schrauben da reinzukriegen. Weil die eben so klein sind. So, jetzt haben wir die Kamera schon mal montiert. Gott sei Dank. So, jetzt haben wir die Kamera, das Kabel nach innen gelegt. Und jetzt müssen wir das natürlich dann zusammenstecken und vor allen Dingen mit dem anderen Kabel ja bis nach vorne kommen. Und das machen wir über Olera nach da unten und von da unten dann nach vorne. Jetzt haben wir es dran befestigt. Ich hoffe, das hält gescheit. Und jetzt ziehen wir es wieder rückwärts. Jetzt haben wir das Kabel schon mal hier. Das wird verdammt knapp. Ich habe 10 Meter Kabel und ich komme vielleicht bis nach vorne. Vielleicht. Es wird wahrscheinlich so auf 30 cm ungefähr sich ausgehen oder halt nicht. Okay, dann würde ich sagen, minus. Und plus, dann haben wir das ist da noch. Genau, dann muss das jetzt da durch. Ich habe es jetzt nach ewigen Rumfummeln endlich geschafft, dieses Kabel da durchzuführen. Es ist total beschissen, weil da innen drin ist so eine harte Schaumstoffmatte und die ist so fest auf den Boden gepresst, dass du da nicht durchkommst. Jetzt habe ich es durch die Sitzbank durchlassen und da unten wieder raus. Ich hoffe, es funktioniert auch so. Komm schon! Oh, Mann ey. Gott sei Dank! Oh, das ist jetzt eine Action! So. Und jetzt müssen wir noch da durch. Hm. Jetzt haben wir das da. Das Kabel. Das war jetzt gerade so verreckt, dass ich einfach nicht gefilmt habe, weil das mich ein bisschen genervt hat. Jetzt machen wir das da wieder auf. So, jetzt müssen wir noch das Kabel da hochbringen. Juhu! Es ist so knapp, es ist so kurz. Und das ist die maximale Kabellänge, was wir haben. Uhuhu. Wir brauchen also 20 cm ungefähr. Oh oh, ja knapp. Schaut mal her, das Kabel muss da unten entlang. Und eigentlich würde es gerne hier unten entlang führen. Aber es reicht nicht mehr weiter. Oh oh, ich hoffe, es geht dann irgendwo aus, dass ich noch ein bisschen was hole. So, jetzt haben wir noch die zwei Endstücke, die wollen wir noch zusammenstecken müssen.
So, es sind jetzt natürlich einige Tage, Wochen vergangen, seitdem wir die Rückfahrkamera eingebaut haben. Und heute, ja, heute ist es endlich soweit. Ab heute können wir die Rückfahrkamera benutzen. Und ich habe es jetzt nach ewigen Hin und Her, habe jetzt von MAN einen Schaltplan gekriegt. Ein Sicherungsbelegungsplan sozusagen, welche Sicherung für was steht in meinem Sicherungskasten. Und weil das ist bei neueren Autos gar nicht so einfach. Genau, auf jeden Fall habe ich jetzt die Kamera mit auf die Klemme 15 gesetzt. Das heißt, immer wenn ich Zündung habe, habe ich auch das Bild von der Kamera. Was natürlich perfekt ist. Bedeutet, ich zeige euch das schnell, wie das ausschaut da drin. So, ich hoffe, das kann man einigermaßen erkennen. Dieses 90-Grad-Ding, das ist ein Stromdieb und darauf habe ich es quasi angeschlossen. Genau, der Klemme 15 sozusagen. Das sind jetzt zwei Stromdiebe ineinander gesteckt, aber es macht ja nichts. Jo, ich würde sagen, ich beseitige jetzt schnell das ganze Chaos da und baue hier unten wieder alles zusammen, weil die ganzen Kabel natürlich da unten durchgeführt sind und Katastrophe. Ich baue das alles wieder zusammen und dann probieren wir die Rückfahrkamera aus. Bin schon sehr gespannt. So, ich habe jetzt das aufgeräumt und jetzt würde ich sagen, starten wir einen Motor und schauen wir, was hier passiert. Ich habe jetzt einmal den Motor gestartet, weil es wurscht ist. Ja, er sagt, AdBlue nachfüllen. So, dann gehen wir auf Kamera. Und schwupp, ist die Kamera da. Wir haben jetzt hier, so genau, sowas, die Möglichkeit, Anhängerlinie einzublenden. Meine Anhängerkupplung ist da unten drunter. Wenn ich es hoch tue, dann sieht man es ganz leicht, die ist jetzt nicht angesteckt. Dann haben wir hier noch die Linien ein natürlich. Ich glaube, die kommen wir wahrscheinlich auf den Schirm. Ich weiß gar nicht, wie das genau geht. Und natürlich die Warnung unten oder oben einblenden. Aber ich glaube, ich brauche das alles nicht. Weil, naja, für was? So, Linie aus. Wunderbar, das heißt, ich kann jetzt beim Vorwärtsfahren, ich bin ein P, habe ich meine Rückfahrkamera da. Das ist halt mega cool, weil ich jetzt die Rückfahrkamera einfach einschalten kann, wann ich sie einschalten will und nicht, wann es der Rückwärtsgang will. Also wir vorbeigefahren, aha. Aber jetzt ist das Thema Rückfahrkamera auch endlich abgeschlossen. Das ist mir nämlich ziemlich auf den Sack gegangen, muss ich sagen. Jetzt kann ich endlich mal die Rückfahrkamera benutzen beim Einparken, was echt cool ist, weil man so in den Spiegel schaut und dann hat man hier noch 7,5 Meter circa nach hinten, dann ist das schon gar nicht so einfach beim Einparken. Aber jetzt sehe ich genau, wo ich bin und schön Farbe, hat auch Nachtmodus. Das heißt, wir sind jetzt am Ende des Videos angekommen und ich darf mich natürlich wahnsinnig freuen, wenn ihr kommentieren darf, liken und natürlich abonnieren, damit ihr von den weiteren Videos nichts verpasst. Und das wird dann alles ziemlich spannend. Es wird dann, kommt das Bad, was ihr da im Hintergrund schon seht, die Wand, kommt als nächstes dann wahrscheinlich. Und bis dahin sage ich schon mal Dankeschön und pfiat euch und Servus.